Oh, ja, da endet das Spiel wahrscheinlich dann. Ich hoffe mal, dass man weiterspielen kann. Orchestral Soundtrack. Natürlich. Und ja, realistisches Wetter oder dynamische. Dynamische Welt ist natürlich dann besser. Das geht nicht. Doch, Grafiker noch runterstellen. Zack. Und dann genau Sound. Sound ein bisschen runterdrehen. Cool. Ja, besser ist es. Zum Beispiel die Jane Dean, die ist total im Arsch. Ach, ich sollte auch den hier rein tun. So. Ja, das wird trotzdem nicht so viel bringen. Okay, dann nehmen wir das hier los und dann noch ab. Okay. So, boosten. Ach, mal gucken. So, da bin ich wieder. Oh, das wird irgendwie nichts, glaube ich. Nochmal eine Game-Kampagne. Ich glaube, das MMO wird das Schlechteste, was jemals hergestellt wurde. Naja, bei dem mal Arm. Total schlechte Technology. Oh, unsere eigene Game-Convention. Das wird ein bisschen was pushen. Cool. Das wird den Hype jetzt übelst hochtreiben. Boom! Hype 576. Cool. Vielleicht wird das ja dann doch was. So, der ist ein bisschen, dreht so ein bisschen am Rad. Der auch. Der sowieso. Dem geht's scheinbar immer noch gut. Schicken wir den auch mal. Ach komm, dann schaffe ich alles alleine. So, jetzt haben wir alle Bugs entfernt. Können wir später ein paar Pünktchen noch drin lassen und dann das jetzt gleich releasen. So, releasen wir das Ganze mal, bevor der Hype runtergeht. New Combo! Yay! Das hört man gerne. So. Oh. Neue 3D-Grafik. Und, das ist ein super Spiel. Jawohl! Okay, was heißt super? Aber ganz okay. Na, 7,5. Ha. Ah. So. Wofür ist das rote da? Aha. New Research Available Expansion Pack. So, so. Okay. Sind das hier die Kosten? Da stand ja was von Kosten. Ja. Das sind Kosten, das sind die Einnahmen. Okay. Da habe ich schon so viel verkauft. Ja, dann werden wir mal gucken. Hier, können die jetzt mal erstmal alle trainieren, würde ich sagen. Obwohl. Was hat der denn hier? Ja, dem geben wir jetzt auch noch einen Boost. Trainer hat immer noch keinen Boost hier. Wir machen mal das und den hier trainieren auch einen Boost. So, der da unten kann jetzt auch einen Boost kriegen. Verkauft sich ja doch ganz gut das Spiel. So. So.
Boost. Achso, nee, haben wir ja schon. Ja, wofür? Aber nicht. Achso, da wollte ich ja den hier nehmen schon. Ne? Ja, so. Nehmen wir halt den hier, Technology Specialist. Nehmen wir das MMO verkauft sich ganz gut. Oh! So. The Lifetime Achievement Award for Contributions to the Game Industry. And Kalnos has, during a stunning 30-year career at Bankrupt Corp, delivered many groundbreaking games. Aha. The company is most recently known for Tenchu. Jawohl. Congratulations, you have finished Game Dev Tycoon. We will now calculate your final score and show you some statistics. You may continue playing after that. Oh cool, ich kann danach weiterspielen. Most expensive. Hello Kitty Online. Most profitable. Ja, 116 Millionen ist es, ne? Ja, minus 12,4 Millionen habe ich bei Assassin's Creed gemacht. Militär habe ich 9-mal benutzt, Action habe ich 13-mal benutzt. Ja, 32 verschiedene Topics habe ich Research, 67 Research generell, meine ganzen Points, die ich generiert habe, nur so wenig, 12.000 Design Points und 8.500 circa Technology, Small Games 13, Medium Games 19, Large Games natürlich 12, AAA Games 3, 20 gute Spiele, 8 Top Hits. Publishers habe ich 15 Spiele benutzt und ja, 32 Spiele habe ich selbst rausgebracht und 10 Millionen Einheiten habe ich bei Tenchu verkauft. Nicht schlecht. Fans 880.000. Cash habe ich im Moment ja 38,8 Millionen. Custom Consoles. Ich hätte auch noch eine Konsole herstellen können. Hat man ja hier bei diesem Lab gesehen, dass ich das researchen kann. Wollte ich aber nicht. So, wie viel haben wir denn hier? 34.631.833. Das ist der Final Score. Ja, wenn ihr auch einen Final Score habt, dann schreibt doch einfach unten in die Kommentarfunktion, wie hoch euer Score war. Und ja, was ihr euch noch so wünscht. Und ich werde auf jeden Fall jetzt noch weiterspielen, um Milliardär zu werden. Natürlich mit dem MMO Hello Kitty Online. Sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Euer Kalnos. So, da bin ich wieder. Ich wollte ja weiterspielen und natürlich machen wir das auch. Und ja, danke dir. Congratulations on finishing Game Dev Tycoon and thank you for playing. If you enjoyed our little game, then please consider telling your friends about it. Hab ich schon. Und euch natürlich auch. If you wish, you can continue playing, but please know that there will be no more platform releases or other story elements. Das ist mir relativ egal. Ich kann ja meine eigene Hardware herstellen. Und natürlich durch die MMOs auch nicht schlecht irgendwas machen halt, ne? Und ja, das, ja, wenn er hier mal fertig ist, denke ich mal, oder ich habe 521 Research Points. Wir researchen jetzt mal Expansion Pack und researchen hier die ganzen Topics, würde ich sagen, so teilweise machen so total verrückte Spiele, wenn wir da mal reich sind. So. Comedy noch. Und hast du nicht gesehen? Hallo. Hier, dahin. So. Airplane. Research. Live. So. Zack, zack, zack. So, dann kann ich jetzt hier noch trainieren, würde ich sagen. Zack, zack. Mit Booster, natürlich. Hier geben wir ein Game Design Ding noch. Und die trainieren wir einfach so. Zack. Und der hier, Technology und Design. Oh, Design hat er so wenig von. Der hier geben wir natürlich in Technology eine Nachstunde.
Dem glaube ich auch. So. So, den hier. Was haben wir da denn? Der ist ja so ganz ausgefuchst, der hier, ne? Der hat trotzdem Programm. So. Machen wir noch weiter hier. Training. Game Design. Zack. Training. Oh, was kann er hier denn? Er kann Engine-Spezialist werden oder Artificial Intelligence. Hört sich ja nicht schlecht an. Aber wir trainieren jetzt trotzdem erstmal weiter, würde ich sagen. In seinem Hauptgebiet. Den hier auch. Der kann hier nämlich gar nichts oben im Spezialist machen. Ziemlich schade. So. Oh. Hier. Oh, Grid ist installiert. Hier brauchen wir jetzt erstmal keine Kohle zu investieren, würde ich sagen. Dann werden wir jetzt mal noch ein Spiel einfach herstellen. Large. Und ja. Wir nehmen ein Dungeon RPG Adventure. Nehmen uns die Plattform PC. Zack. Und wenn es Dragons Roar. Okay, zack. Ja. Kein MMO, gar nichts. Obwohl, wir können es ja auch mal mit einem Large MMO versuchen. Und kein AAA, also. Ne? Obwohl. Nur 52,3 Millionen. Und für ein gutes MMO brauchen wir ordentliche Sachen. Egal, wir machen jetzt einfach Large und hauen das einfach raus. So. So. Hier muss ich auf jeden Fall irgendwas rausnehmen. Das wäre das. Und ja, fülle ich das dann noch. Machen wir Multiplayer draus oder? Ja, machen wir nur einen Multiplayer draus. Basic Physics. Und hier, ja, ja, müssen wir eigentlich Gameplay hochdrehen. Die Story eigentlich auch. Das ist natürlich schlecht. So. Habe ich das eigentlich für PC gemacht oder für PlayStation? Sicherheit mache ich jetzt einfach Gameplay dazu. Skill Trees, ja, ist wichtig. Ist nicht unbedingt so wichtig, aber so, machen wir das so. Müsste dann ein bisschen hochdrehen, würde ich sagen. Obwohl. Story. Machen wir das doch so. Würde ich sagen. Ja. Das ein bisschen hochdrehen hier. Zack, zack, zack. Ja,